herzlich willkommen bei Madame Lenormand, deiner spirituellen Welt. Ich bin die Michaela und heute schauen wir uns die Lenormand-Karte, das Herz, mal ein bisschen genauer an. Ja, das schwebt genauso wie das Klee hier in der Luft und bedeutet eben halt auch, Liebe ist immer um uns drum herum. Wir haben immer Menschen, die uns lieben, die Eltern, Geschwister. Und das ist auch immer und ständig um uns drum herum. Aber auch das sehen wir manchmal einfach nicht. Oder wir sind in irgendjemanden verknallt, der uns aber gar nicht mag. Dafür liebt uns jemand ganz anderes, bei dem wir das auch eigentlich besser hätten. Aber wir sehen es eben halt nicht. Ja, das ist die Symbolik für, wenn etwas in der Luft schwebt, dass es eigentlich immer um uns drum herum ist und es auch einfach entdeckt werden möchte von uns. Das drängt sich nicht so auf, sondern es will eben halt auch gesehen werden von uns. Ja, und das Herz ist hier so wunderschön geschmückt, wie zu einem Feste. Und so sollte man die Liebe eben halt auch empfangen, wie ein Fest oder feiern wie ein Fest, denn Liebe ist nicht selbstverständlich und deswegen sollten wir eben halt mit ihr auch sehr gut umgehen und die Liebe ehren und die Liebe eben halt auch feiern. Ja, und geschmückt ist sie hier mit drei Rosen. Und Rosen ist ja auch immer ein Sinnbild für vollendete Schönheit. Und dann so wunderbar in den drei Farben, kennt ihr sicherlich die Symbolik, rot für die Leidenschaft, weiß für die Reinheit und gelb für den Neid und die Eifersucht. Denn das bleibt nicht aus. Da, wo wahre Liebe ist, da gibt es auch oft im Schatten Neider, die das einfach nicht ertragen können, weil sie selber ihr Liebesglück noch nicht gefunden haben. Ja, und dann hat das Herz hier ja auch eine Schärpe, wie eine Auszeichnung. Wir kennen das von den Miss Germanys oder Miss World oder wie die so heißen mit ihren Schärpen. Das ist ja auch eine Auszeichnung für etwas Besonderes, für etwas Feierliches und damit eben halt auch die Symbolik, feiere auch die Liebe wie ein Fest. Ja, bei dem Herzen, das interessiert uns ja alles, wenn diese Karte reinfällt ins Kartenbild, dann juhu, die große Liebe ist da. Naja, bei den Lenormand-Karten, das ist ja immer ein Zusammenspiel mit allen anderen Karten, gucken wir natürlich, welche Karten befinden sich drumherum. Ne? Wenn der Sarg und die Wolken und der Berg da drauf fallen, dann ist das eine ganz schwierige Situation in Liebesangelegenheiten. Und wenn da natürlich Sonne ist und Sterne und Kleeblatt, dann können wir sagen, ja, juhu, eine glückliche Liebe. Und im großen Kartenbild deutest du das ja immer so aus, du guckst im Kartenbild, wo ist die Dame und deutest dann den Weg von der Dame zum Herzen hin und wo ist der Herr und deutest den Weg von dem Herrn zum Herzen hin. Schlecht ist es immer, wenn das Herz irgendwie hier liegt und die Dame liegt da und der Herr liegt da und extrem weit weg, vielleicht auch noch abgewandt vom Herzen und dann blockierende Karten dazwischen, da muss man sich halt mal fragen, sind die überhaupt zusammen? Wird das überhaupt irgendwas? Kann das überhaupt funktionieren? Ja, bei Charaktereigenschaften sagt das Herz natürlich aus, da ist jemand sehr herzlich oder da liebt jemanden ein, gibt alles. Und ja, wenn es auf Gedanken und Gefühle geht, dann weiß man natürlich auch sofort, aha, wenn man also auf jemand anderes fragt, was denkt er über mich und das Herz fällt da rein, heißt das natürlich ganz klar, der liebt dich, der denkt nur positiv von dir und wenn es auf der Herz, auf der Gefühlsebene liegt, dann liebt er dich eben halt vom ganzen Herzen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was von dem Herzen noch nahe bringen. Sicherlich werdet ihr da auch auf viele Dinge von alleine gekommen. Ich mache noch einmal einen Link rein zu unserer Webseite auf die Karte Das Herz mit all den Kombinationen. Und ja, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mich abonnierst. Und dann bitte seid so lieb, seid so herzlich und schenkt mir ein Like. Da freue ich mich dann ganz toll und schließe euch in mein Herz. Und ich hoffe, euch im nächsten Video wiederzusehen. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Energie.